Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu dem lang ersehnten Patronus-Test. Zumindest von mir persönlich lang ersehnt, denn ich habe wirklich schon immer wissen wollen, was denn jetzt mein Patronus ist. Und jetzt gibt es diesen Test ja tatsächlich auf Pottermore und ich finde, er ist wirklich unheimlich schön gestaltet. Ich habe ihn mir ja, wie gesagt, auch schon von diversen YouTubern angeschaut und ich finde, das kommt wieder so ein ganz kleines bisschen an die Magie des alten Pottermore ran. Tut mir leid, wenn meine Maus hier manchmal so ein paar Geräusche macht. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an. Ich habe hier einen ganz neuen Account gemacht. Ich habe mich auf dem neuen Pottermore noch niemals angemeldet und habe auch hier noch nie irgendwas gemacht. Das heißt, ich habe mich auch hier noch nie in ein Haus einsorten lassen, weder bei Ilvermorny nie noch in Hogwarts. Und meinen Zauberstab habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wer weiß, vielleicht mache ich das ja auch bei Zeiten nochmal. Jetzt aber erstmal Discover Your Patronus. Better with Headphones. Wisst ihr Bescheid? Patronus is a kind of positive force, a projection of the very things that the Dementor feeds upon. Hope, happiness, the desire to survive. Remus Lupin, rest in peace. Ach, einer meiner liebsten Charaktere neben Sirius. Und es war so klar, dass er sterben würde. Es war einfach so klar. Ach ja, ich finde das übrigens schön mit der Maus, das hier. Oh, Magic! You can only discover your Patronus once. The questions are timed. Go with your instincts. Heißt so viel wie, man kann natürlich nur einmal diesen Test machen, logischerweise. Oder sollte ihn im besten Fall nur einmal machen, weil das ist dann der Patronus, der zu euch gehört. Die Fragen sind getimed. Das heißt, man hat in der Regel nur ein paar Sekunden Zeit, um die wirklich auch zu beantworten. Und go with your instincts. Bedeutet einfach, man muss instinktiv antworten. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Relax. Think of your happiest memory. Okay. Oh mein Gott. Ich liebe es. Es ist so cool gemacht einfach. Sun, Wind, Rain. Wind natürlich. Das sind immer so, hier werden einem Wörter gezeigt und du musst halt, also ihr müsst halt eins davon auswählen. Was euch wahrscheinlich so im Herzen am ehesten zusagt. Make or improve? Improve. Ich bin nicht so der. Nein. Irgendwie mache ich viel. Ich mache viel zu selten. Ich denke mal meistens einfach nur drüber nach. Schlimm genug. Stone, wood or earth? Wood. Wood? Wood. Es ist seltsam, mit seinen Instinkten zu antworten. Einfach mal so, ohne nachzudenken, einfach irgendwas nehmen, was sie gerade so vom Instinkt her. Oh, oh, ist es das? Nein, das ist es noch nicht. Ah, stimmt. Oh, was ist das? I saw a hint, a tail. Oh, was ist das? A wing? Das heißt, mein Patronus bekommt Gestalt. Lost, found. Found natürlich. You're so close. Keep going. Die Musik ist ein bisschen creepy im Moment. Das sind relativ wenige Fragen. Ich frage mich, black, white or grey? Black. Nicht nur wegen Sirius, das war mein Instinkt, ja? Und letzte Frage, glaube ich. Nein, das war's schon. Also diese paar Fragen, die hier einem stellen, sollen dazu führen, dass man sein Patronus findet, finde ich auch ein bisschen seltsam, aber gut. Und a Polecat. Was zum Henker ist ein Polecat? Wartet kurz, wo ist mein Handy? Ich google das jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ein Polecat ist. Ehrlich gesagt habe ich ja eher mit was Kaninem gerechnet, sprich irgendwas in die Hunderichtung. Also ich habe es gehofft. Aber das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Glaube ich. Wartet. Polecat. Carnivora. Doch. Es gehört zur Familie der Carnivora. Cool. Ich weiß nicht, was ein Polecat ist. Aber es ist irgendwas so in diese Richtung. Diese, ich
Wenn ich es herausfinde, werde ich es euch das nächste Mal dann sagen. Aber ich finde den süß, den gefällt mir. Wieso hört man diesen Wolf immer im Hintergrund? Soll das eine Anspielung sein? Wir sind wahrscheinlich im verbotenen Wald. Oh, der ist niedlich. Wartet, ich zeige euch das einfach. Hier, Polecat. Da. Das ist ein Polecat. Sieht aus wie ein Wiesel. Oder ein Iltis? Es gibt ja hunderttausend verschiedene von diesen Viechern tatsächlich. Wartet jetzt nicht nochmal auf alle Gier? Ach, Übersetzung. Oh ja, okay. Sagt mir, was das heißt. Iltis, doch ein Iltis. Der europäische Iltis. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was. Wartet kurz. Ich gehe mit euch jetzt einfach Google durch. Iltisse. Willkommen auf Wikipedia. Bilden die Untergattung Putorius. In der Gattung Mustela. Ganz ruhig, weg damit. Mustela. Zu der auch die Wiesel und die Nerze gezählt werden. Es gibt drei Arten. Europäischer Iltis, Steppeniltis oder Schwarzfuß-Iltis. Ja, welchen habe ich jetzt? Iltis weisen einen langgestreckten Körperbau mit relativ kurzen Gliedmaßen auf. Die Fellfärbung variiert von goldbraun bis dunkelbraun. Kennzeichnet sind die maskenartigen Gesichtszeichnungen. Oha, die kennen mich gut. Ich muss gerade an Thief denken, so an Diebe und ihre Masken. Holy shit, ich bin sehr zufrieden mit meinem Patronus, Leute. Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn. Wisst ihr, was ich cool finde? Mal abgesehen davon, dass ich jetzt weiß, was mein Patronus ist, ist die Patronusform ja auch eure Form, wenn ihr euch in einen Animagus verwandeln würdet. Wusstet ihr das? Also im Prinzip, wenn Harry jetzt ein Animagus werden würde, wäre seine Form auch ein Hirsch. Seine Animagusform. Und wenn jetzt zum Beispiel Sirius ein Patronus-Zauber losschicken würde, wäre sein Patronus dieser große schwarze Hund. Das finde ich mega interessant. Das heißt, meine Animagus-Form habe ich jetzt damit im Prinzip auch herausgefunden. Ich gehe mal auf die normale Pottermore-Seite zurück, weil dann diese Melodie nicht mehr im Hintergrund ist. Aber das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ein Polecat. Das ist gut zu wissen. Finde ich sehr interessant. Und es ist tatsächlich in der Kaninenrichtung. Das heißt, ich bin in der Hunderichtung geblieben. Das freut mich sehr. Weil ich habe gesehen, da gibt es alles. Es gibt einfach alle möglichen Patroni dazu finden. Und es gibt hunderttausend verschiedene Pferdearten, es gibt Vögel, es gibt Schlangen, es gibt allen möglichen Bullshit. Und ich habe einfach etwas, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Das freut mich. Okay, theoretisch könnte ich mich jetzt nochmal in ein Haus einsortieren lassen. Soll ich? Ich weiß nicht, wie lang das Video schon ist. Lass mich mal kurz gucken, wie lang das Video ist, dann überlege ich, ob ich das noch tue. Ja, das Video ist schon 10 Minuten lang. Eigentlich habe ich sowieso schon viel zu viel gelabert. Also wenn ihr wollt, dass ich mich nochmal in Hogwarts Haus einsortieren lasse, könnt ihr das gerne in die Comments schreiben, dann kann ich das gerne nochmal tun. Im Prinzip kann man sich hier auch in sein altes Haus wieder einsortieren lassen. Aber ich habe mit dieser E-Mail-Adresse noch nie auf Pottermore irgendwas gemacht. Das heißt, das ist einfach ein komplett frisches Profil. Und eigentlich weiß ich, an welches Haus ich gehöre. Ich könnte jetzt dann theoretisch auch dieses Ilvermorny-Dings machen und meinen Zauberstab nochmal rausfinden. Aber meinen Zauberstab weiß ich. Das war, glaube ich, englische Eiche mit 10 und noch was Zoll. Ich weiß es nicht mehr. Okay, ist egal. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wenn ihr möchtet, dann macht doch den Patronus-Test gerne selber mal. Ich stecke euch den Link hier unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch dann auf Pottermore anmelden und wenn ihr auf euer Profil geht, habt ihr hier oben ja direkt dieses Feld, wo ihr dann euren Patronus rausfinden könnt. Ich wäre sehr gespannt herauszufinden, was eure Patroni sind und was eure Animagus-Formen dann im Endeffekt auch wären. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!